Hallo Freunde, bei FC Motor TV geht es heute um das Thema Kurvendiskussion. Mehr dazu gleich nach dem Countdown. Leute, ich sagte ja eben schon Kurvendiskussion. Der eine oder andere fühlt sich vielleicht an seine Schulzeit erinnert, Matheunterricht. Wiederum gibt es vielleicht auch einige, die bei 90, 60, 90 auch an Kurvendiskussion denken, wenn man zum Beispiel an Claudia Schiffer denkt. Die Zweitgenannten haben recht, es geht tatsächlich um 90, 60, 90. Allerdings ist die Maßeinheit heute bei uns zum Thema Kurvendiskussion eine andere. Es geht also nicht um die Zentimeterangabe, sondern um die Gradzahl. Kurvenfahrt, Ideallinie, wie man auch immer das nennen mag, ist unser heutiges Thema. Und dazu habe ich einen Studiogast eingeladen. Der ein oder andere von euch kennt ihn ja schon. Das ist der Ex-Manager von Claudia Schiff. Nee, da vertue ich mich jetzt. Steff, komm mal rein, stell dich am besten mal selber vor. Hi, grüß dich Steff, hallo. Ja, Ex-Manager Claudia Schiffer, das war glaube ich eher so deine Zeit. Ne? Bin ich schon so alt? Ja, ja, nee, das war nicht meins. Fahrlehrer ist meins, aber ist so ähnlich auf jeden Fall. Steff, ganz kurz, um das Thema einzuschränken. Ich habe ja schon mal im Vorfeld gesagt, als wir uns da besprochen haben, Ideallinie, bist du mir natürlich sofort ins Wort gefallen, berechtigterweise. Deshalb grenzt das mal ein. Genau, wir haben immer wieder, auch Schüler kommen damit und sagen immer, oh, hier Ideallinie, Ideallinie. Ich finde immer, man sollte da definitiv differenzieren. Und die Rennlinie ist, glaube ich, damit oft gemeint. Also sprich, die absolut schnellste Linie zwischen zwei Kurvenkombinationen. Wenn wir von Ideallinie sprechen, ist das eher die ideale Linie. Sprich, also die sicherste Linie, die ich im Straßenverkehr fahren kann. Also sicher ist, glaube ich, das zentrale Thema, sichere Kurvenfahrt. Und dazu werden wir euch heute im heutigen Video einiges zu erzählen. Und wie gesagt, der Stefan ist da sehr fundiert und ich bin mir sicher, dass du uns jetzt auch einiges aus dem Nähkästchen quasi erzählen kannst. Ne? Das werde ich versuchen. Vielleicht, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, eine kleine Anekdote, die vielleicht auch belegt, wie wichtig das Thema ist. Denn wir haben natürlich in der letzten Woche zusammen schon einen Außendreh gemacht, um einige Kurven mal auch wirklich zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich denke mal, wie hoch war der Prozentsatz? Also da sind einige Leute durchgekommen, wo wir dann gedreht haben. Viele Gruppen auch. Gruppen, genau. Was schätzt du mal aus deinen Augen, wie viel haben die Kurve nicht getroffen? Also es war sogar erschreckend, als wir da standen in der Kehre, in der Kurve, das zu beobachten. Und ich würde so grob sagen, 70-75%, fast 80% haben diese Kurve wirklich falsch gefahren. Also auch gefährlich falsch gefahren. Mhm. Also wir haben jetzt keine Strichliste geführt, erst im Nachgang ist uns das auch aufgefallen, dass von geschätzten 20 Leuten vielleicht 2 oder 3 dabei waren, ja, das käme ja grob, läuft es darauf hinaus, die Kurve wirklich gut getroffen haben. Ansonsten teilweise selbst für mich sichtbar desaströse Kurven durchfahren. Genau, ich glaube, dass es selbst fast der Laie von außen eben erkannt hat, oh, das war nicht richtig und es war absolut daneben. Mhm. Ja. Also von daher wird der Steff euch einiges zur korrekten Kurven, zur korrekten Linienwahl erzählen. Wir wissen aber auch, dass jetzt einige Bereiche Schnittmengen besitzen, denn ich bin mir sicher, dass du auch mal kurz über die Blickführung was erzählen wirst. Du wirst auch was erzählen über Kurventechnik. Also von daher, das sind allerdings alles Themen, die nochmal eine komplette Folge füllen werden. Essentiell wichtig, ja. Aber ich glaube, das wird fast den Rahmen sprengen. Deswegen wollen wir uns heute eigentlich auch nur auf die Linienwahl tatsächlich konzentrieren und würde auch vorschlagen, wir machen zu den genannten Themen dann noch mal eigene Videos auch. Darf ich dich dann noch mal als Gast einladen? Wenn ich Zeit habe, komme ich noch mal. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich überlasse jetzt einfach mal dem Steff die Bühne und erkläre einfach mal, fang am besten mal mit einer 90-Grad-Kurve an. Ja, du hast das hier so schön aufs Tableau gebracht. Das genau. Das sind Bäume, dass das klar ist. Sonst hätte ich das noch erklärt. Okay. Ja, nein, ich glaube, was viele ja zum Glück richtig machen, also ich glaube, keiner möchte eine Kurve innen anfahren. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile durchaus rumgesprochen. Wir fahren eine Kurve natürlich immer im äußeren Drittel an, also von außen nach innen. Soweit, so gut. Dennoch sehe ich immer wieder auch Fehler. Das heißt, wenn ich jetzt im äußeren Drittel anfange und zu früh einlenke, kann es eben sein, dass ich zum Ende Richtung Kurvenausgang rauskomme. Und dann habe ich das Problem, dass genau hier, machen wir einfach mal ein E1 draus, mein Einlenkpunkt etwas zu früh setze und somit mein Scheitelpunkt S1, sprich also der Punkt, an dem ich am Kurveninnersten am nächsten bin, viel zu früh wähle. Und damit habe ich einen Abdriften dementsprechend in den Gegenverkehr, gegebenenfalls
komme ich auf jeden Fall zu weit raus. Lösung des Problems wäre, ich müsste deutlich länger außen bleiben, späteren Einlenkpunkt wählen und somit deutlich besser rauskommen und meinen Scheitelpunkt nach hinten verlegen. Das wäre eigentlich das Optimale und dann sind wir tatsächlich auch schon bei unserem Thema, nämlich Kurve hinterschneiden. Steff, erzähl doch mal was zu den Kreisen da am Scheitelpunkt. Da habe ich mir extra so viel Mühe gegeben. Genau. Der Steff sitzt so ein bisschen im Off. Diese Kreise, was soll das sein, Steff? Kornkreise oder was hast du? Bäume. Bäume, okay. Für euch, das sind Bäume. Und ich finde das sehr gut, dass der Steff das da tatsächlich in diese Innenseite der Kurve reingesetzt hat, weil, wie ihr wisst, wir haben nicht nur freie Pläne und fantastische Kurven, die wir super überblicken können. Oft haben wir irgendwie Bebauung, Bewaldung mit dabei. Und auch das ist ein Riesenvorteil von dem Kurvenhinterschneiden, um dieses Problem größtenteils natürlich zu umgehen. Heißt, wenn ich meinen Einlenkpunkt eben hier so früh setze, bin ich ja schon viel früher, dass ich in die Kurve hineinziehe, habe überhaupt nicht den Blick dadurch, weil es wird alles dementsprechend mir verbaut. Ziehe ich jetzt meine Linie deutlich weiter und gehe später an meinen Einlenkpunkt ran, habe ich natürlich auch eine viel, viel bessere Sicht in die Kurve hinein. Und das spricht absolut für das Hinterschneiden der Kurve. Ist ein absoluter Sicherheitsaspekt. Ja, Leute, und ihr seht ganz klar, das Thema Hinterschneiden zeigt sich jetzt schon wieder. Es geht Hand in Hand auch mit dem Thema Blickführung. Denn durch das Hinterschneiden schaffe ich ja dann eben diesen absoluten Vorteil von dem frühen in die Kurve hineinschauen. Und wie gesagt, auch am Anfang des Videos haben wir es schon erwähnt, dazu machen wir ein eigenes Video, sonst wird das den Rahmen, glaube ich, sprengen. Okay, Leute, ein vermeintlicher Nachteil, das höre ich ab und an mal bei dem Hinterschneiden, bei dieser Technik des Hinterschneidens, soll angeblich sein. Ja, man braucht ja genau, wenn man diesen Punkt etwas später wählt, tatsächlich, und das stimmt auch, etwas mehr Schräglage im Vergleich zu dieser, nennen wir sie mal, falschen Linie. Ich glaube, viele Leute machen sich das Leben da auch leichter und wählen es eben nicht bewusst, weil das Hinterschneiden muss man wirklich, wirklich immer wieder trainieren. Das kommt nicht instinktiv und da müsst ihr einfach immer weiter dran arbeiten. Ich habe aber einen riesen, riesen Benefit dann nachher und eine Win-Win-Situation, weil ich brauche natürlich ein bisschen mehr Schräglage, weil ich später einlenke und komme dadurch aber natürlich viel, viel, viel besser raus und dann steigt auch nachher der Fahrspaß. Und eins vielleicht wollte ich euch noch sagen, ich weiß, da tun sich viele mit schwer, Stichwort Schräglagenangst, da machen wir auch mal was noch zu, aber genau bei 20 Grad klickt es oft so bei uns im Kopf und das ist fast so was wie eine Urangst, die in uns evolutionär drin hängt und da müssen wir quasi echt trainieren, auszuschöpfen, wirklich auch das ein bisschen zu machen, was ein Reifen gibt und da sind immer noch Reserven drin und trainieren, dass wir dahin kommen, ganz, ganz wichtig. Steff, Frage ans Gewissen, was machen wir denn, wenn jetzt ein Motorradfahrer ankommt, der absolut keine Angst vor Schräglage hat, also im Grunde schon ein Freak ist, der aber dann einfach dann mit der schon maximalen Schräglage den falschen Einlenkpunkt wählt? Schön, dass du es nochmal ansprichst. Also erstmal ist es toll natürlich, wenn ihr schon so weit seid, dass wir uns mit Schräglagen super vertraut gemacht haben, dass wir die auch sicher nutzen können tatsächlich, aber eben nur mit viel Schräglage rette ich mich dann nicht mehr, weil wenn ich diesen falschen Einlenkpunkt auch da wähle und ich sage, Mensch, jetzt gehe ich bis ganz unten, ich kriege das irgendwie hin mit der Kurve, drücke das Ding bis fast zur Raste oder drüber hinweg ein bisschen, bin ich ja trotzdem in dieser falschen Linie gefangen. Natürlich spielt der Faktor Geschwindigkeit eine große Rolle. Hätte ich aber da den Einlenkpunkt an der richtigen Stelle gewählt, käme ich dementsprechend ja auch wieder vernünftig aus. Und das zeigt nochmal diese Wichtigkeit dieses Hinterschneidens einfach und die Linienwahl. Nicht nur, dass ich sage, ich hantiere mit vielen Schräglagen rum. Das heißt, ab da sieht natürlich der deutlich schnellere auch den Kurvenausgang wesentlich besser und kann dann natürlich auch viel heftiger angasen.
was ja auch in letzter Konsequenz der Sicherheit zugutekommt. Wenn er natürlich rausgetragen wird, es gibt natürlich genug Situationen, wo jemand auch bewusst seine Linie so wählt, dass er sagt, ach, ist ja alles frei, lass mich mal ruhig in den freien, also nicht fahrenden Gegenverkehr reindriften. Also beim Thema Rechtsfahrgebot missachten in dem Fall, aus dem Grund hat ein Gesetzgeber auch sich dazu tatsächlich Gedanken gemacht. Ne? Genau, ja, man sagt immer, ne, das ist die Linie ist wie eine Mauer, man darf sie nicht überfahren, oder wie eine Glaswand soll man sich das vorstellen im Endeffekt. Ich würde da mich auch tatsächlich im Straßenverkehr dran halten. Ich weiß, es gibt Argumente, da heißt es, ich kann doch jetzt alles überschauen und dann ziehe ich da quer drüber und sowas. Argumentiere ich immer ganz gerne, wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen. Du hast auch schon mal Gewohnheiten, glaube ich. Ne? Natürlich. Also, okay. Und das ist, wenn ich das einmal mache, mache ich das immer wieder und ich gewöhne es mir eben an und lass es sein, ganz klar. Irgendwann sind die Reserven aufgebraucht. Absolut. Irgendwann bin ich dann eben an diesem Limit und dann ist nichts mehr zu reißen. Ne? Und bedenkt, es kommen größere Sachen einem entgegen. Es kann ein Reisebus irgendwo mal um die Ecke biegen und das darf nie ein Problem für mich darstellen. Ich muss immer noch so rauskommen, als ob ich, ja, ob ich allein wäre oder nicht allein wäre. Das ist egal in dem Fall. Ja? Würde ich sagen, machen wir bei der 90-Grad-Kurve einen Haken dran und würden uns mal um ein anderes Kurvenlabyrinth kümmern. Weiter diskutieren. Jetzt haben wir mal eine etwas aufwendigere Kurvenkombination. Ich denke mal, dass gerade was wir eben über das Rechtsfahrgebot gesagt haben, hier wird, wenn ich jetzt von hier käme als Motorradfahrer, könnte ich ja quasi geradeaus durchfahren, hätte dann die direkte Linie und hätte alles geschnitten. Könntest du machen, aber du sagst schon, du hättest es geschnitten. Ich frage mich tatsächlich da nach dem Sinn. Ich will doch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich als Motorradfahrer liebe Kurven fahren und warum soll ich da eine Gerade durchziehen? Mich A, gesetzeswidrig verhalten, mich gefährden, andere gefährden, da fahre ich doch lieber schöne Kurven, oder? Auf einer sicheren Linie. Und dann entsprechend genau auf der richtigen Linienwahl. Steff, jetzt aus deiner Warte, so ein typischer Fall, den wir ja auch am vergangenen Wochenende erlebt haben, ist, du hast eine Linienwahl gefunden, die schon sehr sportlich ist und dann kommt einfach dann ein Hindernis, das nicht unbedingt einkalkuliert werden konnte, weil es auch nicht unbedingt regelmäßig stattfindet. Ich habe da im Übrigen was vorbereitet. Du bist so ein findiger Typ, ey. Zum Beispiel ein Bus, der natürlich etwas weiter ausholt, um die Kurve zu kriegen. Wir gehen mal davon aus, dass es eine relativ enge Kurve ist. Genau, wir hatten, wie du es schon sagtest, wo wir da unterwegs waren, ist das ein Riesenproblem, speziell am Wochenende. Ich glaube, da gibt es sogar extra Beschilderungen, das hat man selten so. Ne? Und auf dieser Strecke, wenn einem da irgendwie sowas Großes entgegenkommt, also ein Schreck ist, glaube ich, garantiert. Wir sind also nicht in England, der Bus fährt in diese Richtung, der Motorradfahrer käme von hier, um das einfach überhaupt mal klarzustellen. Genau. Aber den Fall hatten wir ja auch konkret, auch wenn das eine sehr, sehr enge Kehre war, an der wir standen, wo vielleicht noch 1,50 Meter Platz war zwischen Leitplanke und dann Hindernis, mobiles Hindernis. Und ich denke mal, in letzter Konsequenz kann man auch für sich selber sagen, hey, du musst jetzt nicht mehr auf dein Recht bestehen, du musst anhalten. Absolut, also das empfehle ich auch ganz klar. Wenn ihr die Sicht habt in eine Kehre, in eine Kurve und man kann sie überblicken und kein Froschleich ist da in der Ecke? Das sind Bäume. Okay, keine Bäume sind da oder Felsbewaldung, was weiß ich. Wenn ihr das sehen könnt und da kommt schon was Großes, Leute, macht euch klar, die Raumforderung von einem Bus ist riesengroß. Der muss ausholen, der muss da rumschwenken, um überhaupt rumzukommen. Dann fahre ich gar nicht erst in die Kurve. Das heißt, auch so sollte ich ja ankommen, dass ich das noch im Griff habe und diesen Spielraum noch tatsächlich für mich auch noch setzen kann. Ne? Und was viele auch tatsächlich leider, das will ich auch noch sagen, wo ich gerade Raumforderungen vom Bus schon angesprochen habe, viele haben gar nicht auf dem Schirm. Und man meint immer, so ein Zweirad-Motorradfahrer, der ist so flink, der ist so wieselig, so schön handlich, wird oft immer besprochen. Und wir brauchen fast so viel Platz wie ein PKW in Schräglage. Wenn wir drauf sitzen, du wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was mehr als ich. Und das bitte plant das mit ein. Also da muss eine Top-Linienwahl da sein, weil sonst hänge ich mit dem Oberkörper irgendwo drüber. Ne? Dann fährt mein Motorrad alleine weiter, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Du hast uns ja auch schon mal den Gefallen getan, bei unserem Außendreh letzte Woche auch mal eine
wirklich schlechte Linien, Linienwahl zu zeigen. Und da sah man, glaube ich, relativ... Das war meine klar, private Linie, die ich immer... Die du immer privat hast, genau. Aber wie weit man dann tatsächlich mit dem Oberkörper auf der Gegenfahrbahn ist. Und dann ist noch gar nicht mal so eine kritische Situation gemeint, wie sie jetzt hier versucht wurde darzustellen. Sondern beim ganz normalen Fahren, dass du dann zwar radmäßig alles straßenkonform, verkehrsordnungskonform... Genau. Aber dann beim Fahren teilweise einen Meter auf der anderen Seite hängst. Aber das wollte ich gerade sagen, es zählt ja da nicht nur das Fahrzeug und irgendwie die Räder oder so, ne, sondern es, der gesamte, die Einheit Motorrad, wir sprechen auch immer von einer Einheit, und die hat da nichts drüben verloren in der anderen, auf der anderen Seite. Ja. Und deshalb natürlich auch die Ansage, dass eine ideale Linie was anderes ist als die Ideallinie. Und das muss ich einfach... Oder Rennlinie in dem Fall, genau. Im öffentlichen Straßenverkehr muss ich das einfach beachten, dass ich einfach beim Motorrad eine andere Dynamik habe als beim Auto. Klar. Und das ist ja nun deine Aufgabe, mit der du ja auch täglich beruflich zu tun hast. Halt. Absolut, ganz genau. Steffi, jetzt einfach mal gefragt, bei dieser etwas aufwendigeren Kurvenkombination, was wäre deine ideale Linie, um so eine Kurvenkombination zu bewältigen? Nicht schneiden, gerade durch, sondern auch hier wieder das Thema Hinterschneiden tatsächlich wirklich auch anbringen und durchführen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, soll ich mal einfach ein bisschen was machen? Ich gehe wieder davon aus, dass das Motorrad von hier kommt. Genau, wir fahren, wenn wir von unten nach oben hochfahren würden. Bleibt immer in euren Dritteln in dem Falle. Das könnte man so ein bisschen als Faustformel, Faustregel sich nehmen, dass man immer im äußeren Drittel anfährt. Das hatten wir ja schon vorhin auch. Ne? Das heißt, man bleibt da, setzt diesen Einlenkpunkt bewusst spät, kommt dadurch wieder besser raus. Und die nächste Kurvenkombi bleibe ich wieder außen, 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 setze ihn bewusst spät. Gehe dann allerdings wieder in mein Drittel rein, um die nächste Kurve bewusst spät dann wieder hinten rauszukommen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt so eine Kurve fahre oder so gefahren wäre und das käme, wo ist eigentlich mein Bus? Ja, stimmt, wo ist er? Ah ja, das heißt, wenn ich jetzt meinen Bus setze, der dann auch wirklich in den Gegenverkehr reingeht, genau, wäre auch der... ohne Stress zu umfahren. Und das sieht man, glaube ich, ganz schön, wer es eben dann hier falsch machen würde, ne? und würde eben zu früh hier wieder reinziehen, der hat ja fast keine Schnitte, da irgendwo von wieder wegzukommen. Und es gibt meistens dann hier leider Gottes den Path. Ne? Gut erklärt. Wobei das ja dann auch egal ist. Und klar, der Bus ist am massivsten, aber es kann ja genauso gut sein, dass ein falsch fahrender Motorradfahrer oder auch ein Pkw-Fahrer etwas weiter rübergetragen wird, von seiner Seite aus kommend. Also das Risiko ist immer da. Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht allein auf der Straße unterwegs, geht immer davon aus, dass da was ist. Und ich würde mir das eben, was soll ich sagen, das ist fast eine mentale Haltung, selbst wenn ich es komplett überblicken kann, nochmal, ich will Kurven fahren und ich ziehe diese korrekte Linie durch. Alleine vielleicht auch schon, selbst wenn ich es toll überblicken kann, dann trainiert es doch da auch einfach. Ne? Und nicht sagen, ich hau's einfach weg, mir ist es egal. Steffi, jetzt haben wir natürlich hier zwei Kurvenkombinationen aufgemalt, die in der Eifel bei uns vor der Haustür sind, gang und gäbe, tagtäglich. Aber auch aus deiner eigenen Erfahrung, es gibt natürlich auch Situationen oder Kurvenvorgaben, wo du auch Markierungen, Farbenmarkierungen tatsächlich auch ignorieren musst, oder? Also genau, wir haben jetzt hier wunderschöne, nennen wir es alltägliche, normale, tolle, gute Kurven schon reingepackt. Was ist das eigentlich? Was ist das? Was? Kornkreise, Leich, ich weiß es nicht. Es könnte auch was an. Aber es auf jeden Fall, worauf wir hinaus wollen, wir haben immer gesagt, lasst es sein, geht auf keinen Fall über irgendwelche Markierungen drüber, bleibt innerhalb eures Fahrstreifens. Da stehe ich auch zu, das würde ich auch so unterstreichen. Sag niemals nie, es gibt eine Ausnahme. Wenn wir schon mal irgendwo unterwegs sind, große Touren machen, französische Alpen, ihr habt da wirklich Spitzkehren, noch und nöcher, richtige, fast schon wie U-Turns, Haarnadelkurven, da passt das nicht mehr. Also da müsst ihr wirklich bewusst sagen, ich weiche ab von dem Rechtsfahrgebot, ich gehe komplett sogar in den Gegenverkehr, fahre die da an, damit tatsächlich überhaupt wieder meine Linienwahl funktioniert, damit überhaupt ein Hinterschneiden funktioniert und ich rauskomme auch wieder dann am Kurvenausgang weg vom Gegenverkehr. Ganz wichtig, macht sowas dann aber natürlich nur, wenn so eine Kehre in den Alpen zum Beispiel komplett auch zu überblicken ist. Ja, genau. Meistens bin ich über der Baumgrenze da unterwegs, das heißt, dein Froschleich,
der ist mir da nicht im Weg. Tut mir auch weh, wenn du sowas sagst. Das heißt, dieses Ignorieren der Linie in Ausnahmefällen würde auch durch die Straßenverkehrsordnung gedeckt werden. Ne? Klar, ich habe sogar beim Geradeausfahren als Beispiel, wenn da jetzt ein Auto eine Panne hat oder sowas und da ist eine durchgezogene Linie. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber meist hat man doch nicht so komplett viel Zeit. Das heißt, ich warte meistens nicht mit dem auf seinen ADAC. Und na klar, darf ich dann auch über die durchgezogene Linie fahren. Also im normalen fließenden Verkehr nein, No-Go, ganz klar. Aber in Sondersituationen darf ich da auch drüber, wenn es der Sicherheit dient und irgendwie, wenn ich auch weiterkommen muss. Ja, klares Statement. Ja, Steff, wir haben zwar jetzt nicht alles komplett abarbeiten können, aber könnte man denn so eine Art von Fazit ziehen, auch in Bezug auf den Außendreh, den wir da hatten? Mein Fazit ist tatsächlich, es lohnt sich, dieses Kurvenhinterschneiden zu machen, weil es ist eine absolute Win-Win-Situation. Ich habe Fahrfreude, ich fahre nicht nur geradeaus, ich mache sogar ein bewussteres Kurvenfahren und für mich und andere steigt die Sicherheit. Also besser geht's nicht. Also mit einer perfekten Kurventechnik steigt nicht nur die Sicherheit, sondern das Risiko sinkt drastisch und der Fahrspaß nimmt zu. So sehe ich das. Vielleicht eine kleine Erfahrung von meiner Seite aus. Ich habe immer das Gefühl, perfekt unterwegs zu sein, wenn ich eine Art Walzer auf dem Motorrad fahre. Das heißt, ich habe wirklich das Gefühl, von Kurve zu Kurve im Dreivierteltakt? Genau. So sehe ich dich auch immer, ja. Genau. Und kann das sein, dass du mich nicht richtig ernst nimmst? Doch, absolut. Weil ich hier ein paar Bäumchen gemalt habe? Dein Froschleich hier. Nein, also ich schließe mich natürlich dem Resümee vom Steff an. Und ich glaube, dass wir da zu 100% gleich ticken. Nur du hast das wesentlich besser in Worte fassen können als ich. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr ein bisschen was mitnehmen konntet zum wichtigen Thema Kurven hinterschneiden, dann abonniert den Kanal, lasst wie immer Likes da. Dann geben wir weiter richtig Gas und dann sage ich Tschüss und Adios. Und ich sage nur, vergesst die Kommentare nicht.